Der folgende Redner braucht eigentlich gar nicht vorgestellt zu werden. Ich vermute mal, eine Menge von euch sind hier, um genau ihn zu hören. Mit seinen facettenreichen Aussagen ist er ein Highlight für uns und er bringt uns jetzt gleich auf die Tour. Vielleicht ein Funfact am Rande, wenn ihr mal genau hinhört, Augen schließt und nur seiner Stimme lauscht, dann hört ihr, dass ein 15 Jahre älterer Mann aus derselben Region kommt wie er und er ist dem Kraut auch gut getan. Der heißt Udo Lindenberg, aber das nur am Rande. Warum ist der folgende Redner heute hier? Wir reden ja die ganze Zeit darüber, Legalisierung nur mit dir. Und er hat einen unglaublich wichtigen Spruch gebracht, nämlich, bitte was? Alles klar. Er hat gesagt, die schlimmste Nebenwirkung ist die Strafverfolgung. Und wie kommt er darauf? Was viele vielleicht gar nicht so auf dem Radar haben oder erst neulich wieder gehört haben in seinem tollen Interview auf RBB. Sein Bruder wurde eingeknastet wegen ein bisschen Weed. Ja? Und ist dadurch in den, ja, das war das vergangene Jahrtausend, muss man ja leider sagen, auf die richtig schiefe Bahn gekommen. Ja, vorher war es okay und dann kam ein Knast und kam mit anderen Sachen in Berührung und ist mittlerweile unter der Erde. Da hat ihn das System hingebracht, da hat ihn diese Strafverfolgung hingebracht. Und spätestens jetzt wisst ihr ja schon lange, von wem ich rede. Und er ist jemand, der für die Emotionen steht. Für die Emotion Wut, für die Emotion Zorn. Und deshalb begrüßt bitte sehr herzlich den Wegbereiter dieser Wut, den Zuchtmeister eurer Zorn, den härtesten Jugendrichter Deutschlands aus Bernau bei Berlin, Andreas! 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 Hallo, okay. Eigentlich habe ich mir heute vorgenommen, mal ruhig zu bleiben. Keine Wut, kein Zorn, nur ein wenig 5 Minuten Auftaktrede, bevor es hier losgeht. Bevor ich es gleich vergesse und in Wut gerate, alle, die dem grünen Block angehören, also grün sind, laufen nachher vorne. Und jetzt, habt ihr es gemerkt, vorne laufen. Okay. Es ist immer wieder schwierig, Reden zu halten. Ich habe mir 5 Minuten vorgenommen, die nutze ich auch. Liebe Cannabiskonsumenten, liebe Menschen, die für die Freiheit steht, liebe Menschen, die die Rechte der Cannabiskonsumenten, der Patienten durchsetzen wollen, danke, dass ihr hier seid. Ich selber, ich wurde angekündigt, bin seitdem ich 11 Jahre alt bin und mein Bruder in den Knast geschickt wurde durch eine unsägliche Drogenpolitik. De facto ein Cannabis-Aktivist. Und ich bleibe das auch. Warum? Weil die Cannabis-Prohibition offensichtlich gegen die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland verstößt. Die Cannabis-Prohibition verstößt gegen die Grundrechte von 4 bis 6 Millionen Menschen, gegen das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit, gegen das Recht auf Gleichheit. Man darf sich totsaufen. 70.000 Menschen sterben an Alkohol, weltweit nicht einer an Cannabis. Wo ist da die Gleichheit? Und wir stehen hier und ich habe zum ersten Mal vor 18 Jahren auf der Cannabis-Demonstration, auf der Parade gesprochen und wir laufen weiter für die Freiheit und wir kämpfen weiter. Und wie ist der Stand der Dinge heute? Der Stand der Dinge ist, dass alle kleinen Parteien mittlerweile für eine Legalisierung eintreten. Von Piraten angefangen über die FDP, die Grünen, die mittlerweile bald Volkspartei werden. Wir sind im Guten dabei,
diese Prohibitionspolitik zu verändern. Und wenn es die dumme Politik, die Menschen, die wir eigentlich auslachen müssten, mit ihren Thesen von Einstiegsdrogen und Psychosen nicht schafft, dann muss das Bundesverfassungsgericht ins Boot geholt werden. Der Hanfverband wird im September die Kampagne starten. Die Kampagne, die dahin geht, über Werbeanzeigen, über Mustervorlagen, das Bundesverfassungsgericht anzurufen. Jeder Einzelne, der ein Cannabis-Verfahren hat und Arsch genug in der Hose hat, vielleicht auch noch ein bisschen Geld, kann durch die Instanzen gehen und schließlich auch das Bundesverfassungsgericht auffordern und sagen, ich bin nicht schuldig, weil ich eine andere Droge nehme. Und das müsst ihr in eurem Alltag einbauen. Ihr seid keine Kriminellen. Ihr seid keine Verbrecher. Und die Pflanze Hanf gehört diesem Boden auch in Deutschland seit Jahrtausenden an. Und es ist doch einfach nur verdammt scheiße, dass manche Politiker immer noch eine von Gott gegebene Pflanze verbieten wollen. Insbesondere unsere christlich-sozialen. Christlich, wer christlich ist, gibt jedem Patienten die Möglichkeit, 5 Pflanzen in seinem Garten zu pflanzen, damit er nicht abhängig wird. Ja, damit er nicht abhängig wird von Apotheken, Pharmaindustrie und so weiter. Wir fordern hier heute die Bürgerrechte ein. Wir wollen unsere Rechte. Wir wollen kiffen dürfen. Noch 2 Sätze, bevor ich den Zug in die Bewegung setze. Wir werden sicherlich nicht noch Jahre laufen, aber wir werden ein Ziel haben. Und dieses Ziel ist, selbst nachdem legalisiert wird, die Menschen zu rehabilitieren, die in dem vergangenen halben Hundert in die Knäste gegangen sind, die Vorstrafen haben, die von Richtern abgeurteilt worden sind, weil sie ein paar Gramm Cannabis bei sich hatten. Wir werden irgendwann im Bundestag Leute hören, die sich bei all denjenigen, die sie kriminalisiert haben, mit falscher Argumentation, mit mehreren, mit gegen besseres Wissen, weil man einen sogenannten Law and Order Stil durchziehen wollen. Sie werden sich, wie sie es gemacht haben, bei den Homosexuellen, bei den Lesben und anderen verfolgten Minderheiten dorthin stellen, und das werde ich noch erleben, und sagen, entschuldigen Sie, liebe Kiffergemeinde, dass wir Sie über Jahrzehnte verfolgt haben. Sie werden gar nicht anders können. Amerika wird bald so weit sein. Dann folgen europäische Staaten und auch Polizeibeamte, Richter, Staatsanwälte werden sich dieser Bewegung anschließen. Wir werden weiter kämpfen. Ich auf meine Art, und bald wird das Bundesverfassungsgericht angerufen werden, wenn ich. Und ich glaube diesmal, ich werde nicht alleine sein. Richter werden sich anschließen. Und dann wird das Bundesverfassungsgericht prüfen, ob die tagtägliche Verfolgung junger Menschen noch irgendwas mit dem Ziel der Prohibition zu tun hat. Noch eins, die Polizeibeamten, die unterwegs sind,
kontrollieren wieder. Bitte, Sie müssen es nach diesem Scheißgesetz, was in die Mülltonne geknallt werden müssen. Auch viele Polizeibeamte wollen es nicht mehr. Nehmt es so, provoziert sie nicht und lasst euch nicht erwischen. Ich habe jetzt genug geredet. Mir tut alles schon weh im Mund und Musik sind, wir sind nicht für Musik hier, wir sind dafür da, dass wir irgendwann bei Musik ganz normal kiffen dürfen, okay? Und jetzt arbeiten wir daran. Der grüne Block nach vorne, die Demo marschiert, auch wenn wir nicht so groß sind. Ich hoffe immer, dass wir irgendwann einen Cannabis Day haben, wo Hunderttausende laufen. Wir laufen vor und in einigen Jahren werden auch die mitlaufen, die heute immer noch Angst haben davor, dass sie als Cannabiskonsument geoutet werden. Aber wir haben keine Angst. Wir laufen für die Freiheit, Gerechtigkeit und für den verfassungswidrigen Zustand, um ihn zu beenden. Lauft, schreit eure Wut raus, marschiert und sagt dem Volk, wir sind normale Menschen, die erziehen, Steuern bezahlen, die in diesem Leben geachtet werden wollen. Laufen, ich rede nicht mehr. Schluss jetzt! Lauft los! Da geht's hin! Bye, bye! Ich laufe auch mit! Los jetzt! Tschüss jetzt! Grüner Block zuerst!